Period Mundus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast Together. Oder auch, wie ich es gerne nennen möchte, Let's Böse Überraschungen. Das kannst du so jetzt nicht sagen. Ich traue ihm nicht. Er hat mich schon oft genug getrollt. Hallo? Wahrscheinlich ist da irgendwo eine Druckplatte und Sprengstoff drin. Hallo, ich habe dir extra ein Geschenk gemacht. Ja, ich habe sogar hübsch eingepackt. Also, bleib mal auf dem Teppich. Na, ist ja Wolle, also bleib auf dem Teppich. Ah, Cheater. Geht von innen rein. Was denn? Schnellste Weg. Okay, wir haben... Okay. Ohne Mampf kein Kampf. Ja. Da sage ich jetzt mal nichts. Was haben wir hier denn noch Schönes? Woven Miners Backpack. Und ein Woven Diggers Backpack. Ich glaube, das sind das die größeren oder ist da auch noch was drin? Das sind die größeren. Deswegen sagte ich ja auch bereits, ich habe da was von dir rausgenommen. Ah. Jetzt weiß ich, wo es herkommt. Du hast dann die alten einfach abgegradet. Alles klar. So. Ich glaube, ich mache mir gleich ein paar Scheren, dann geht das ja schneller. Ach, Kettensäge, wo war ich die? Ja, das warst du. Ich weiß. Abbau-MG, no comment. Fums. Ja, das Abreißen kann man ja dann noch machen. Gucken wir doch mal, ohne Mampf kein Kampf. Ja, ich war fleißig. Was unser alter Grenadier uns hier hingepackt hat. Tja, ich hatte Überschuss. Hanets! Aha, Slice. Genau. Interessant. Ich hatte Überschuss an Honig und habe mir gedacht, ich verarbeite das direkt mal zu Nahrung. Dementsprechend erstmal für die nächste Zeit keine Nahrung mehr. Genau, keine Nahrung mehr für die nächste Zeit. Ja. Nur noch Wasser und Luft. Ja, so wie es sich gehört. Schön. So. Alles klar. Herzlichen Dank für. So, ja, was wollen wir heute denn alles Schönes machen? Geplant haben wir mal wieder nichts. Geplant haben wir mal wieder nichts. Das heißt, wir ziehen uns das mal wieder alles, was wir heute fabrizieren, aus dem Poppes. Beziehungsweise ein paar Sachen habe ich ja versucht zu machen, zu meinen kläglich gescheiterten Versuchen später mehr, aber ha, mir fällt etwas auf, ich muss ja noch einen Nachtrag vom letzten Mal liefern. Danke für den Tipp mit dem Transposer, ja, hätte auch funktioniert, ich hatte es zwischendurch schon anders gelöst, weil ja, der Block, den ich mir beim letzten Mal angeguckt habe von Red Power 2, der, Moment, wie heißt das Ding nochmal richtig jetzt? Verwirrtheit vom Mikro. Verwirrtheit vom Mikro, ja, Moment, ich muss gerade mal gucken. Wollte ich denn eigentlich, verdammt mal. Power, Logic, der Pulseformer, genau, so hieß das Teil, hier sitzt das gute Stück. Erfüllt genau den Zweck, den ich haben wollte, sobald das Ding hier das Redstone-Signal rausgibt, gibt der einen kurzen Puls, was das Atomic Gate hier einmal ansteuert und dann aus dieser Kiste die mittlerweile nicht mehr vorhandenen Dissipation Charges, ich fange schon an zu lispeln, zieht und das Ding dann, den Regen killt. Herr Okami war so gnädig und meinte, hier hinten würde der Chunkloader nicht mehr arbeiten, der von vorne. Beziehungsweise hier hinten arbeitet er nicht mehr, eigentlich? Doch, tut er. Also ich habe vorhin Laser gemacht und er geht eigentlich nur so, warte mal, so bis hier. Ja, interessanterweise funktioniert es aber dennoch. Denn ich habe ganz unten gestanden und der Regen hat aufgehört. Einziges Problem ist einfach, das Ding verbrät so schnell Dissipation Charges, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme, beziehungsweise kein Gunpowder mehr habe, um welches herzustellen. Dementsprechend muss ich da dann jetzt auch noch was machen. Oh ja. Was mich zu meinem Fail bringt, was nicht funktioniert hat. Und ja, ich habe da unten schon mal so ein Crystal-Portal hingestellt, weil es mich gewurmt hat beim letzten Mal, dass das nicht funktioniert hat, lag an der Größe. War dann doch zu groß. Ja, ist ja schade, dass das jetzt da steht eigentlich, ne? Ich hab's hier erstmal nur vorübergehend hingestellt. Gut. Ist ja nicht der endgültige Platz. Ist ja nur erstmal zum Testen gewesen, ob es überhaupt funktioniert. So. Denn mein Fail war, ich wollte eigentlich mir mit Bienen-Gunpowder herstellen. Hilfe, ich hänge an der Decke fest. Mit Bienen-Gunpowder herstellen. Und habe dafür die Austria Bee genommen. Die, als Spezialprodukt Powdery Comb herstellt und aus dem man dann Gunpowder bekommen kann. Das Problem ist einfach nur, die macht das nur in dem dementsprechenden Biom. Ich weiß nicht wieso. Ich habe hier schon die Temperatur komplett angepasst gehabt auf Hot. Ich hatte hier auch schon mit Lavakapseln, ich habe auch noch welche im Inventar,
die Humidity angepasst auf Arid, aber nein, er will mir ums Verrecken nochmal keine Powdery Comb herstellen. Und dementsprechend müsste ich die dann, wenn ich die hinten in unser Savannenbiom da hinten stelle, funktioniert es. Aber da ich jetzt nicht unbedingt die große Lust habe, da eine große Übertragungsstrecke hinzubauen, machen wir es anders. Kaboom. Kaboom. Und zwar mit dem nettesten, aber empfindlichsten und gefährlichsten Soul Shard, den man sich bauen kann. Creeper Tier 5. Ja, aber das machen wir nachher. Denn jetzt erstmal, ich habe ja gesagt, wenn ich Lust, Bock und Zeit habe, was ich hatte, mache ich mal schon mal so ein bisschen was und schreibe und versuche mal ein Age zusammenzuschreiben, was ich hier auch schon getan habe. Halt das Notebook in der Hand. Ich muss nur noch das Buch daraus erstellen. Ups. Na komm, lass mich durch. Ich bin Arzt. Geht doch. Glaubt ja doch eh keiner. Sonnenausbildung habe ich. So, und hier sehen wir das Ganze mal in seiner totalen Verrücktheit. Denn zu Mistcraft muss man wissen, Mistcraft hat sein eigenes Grammatiksystem. Oh mein Gott, Grammatik, jetzt geht's los. Ja. Das, was ich nie gekonnt habe im Deutschunterricht. Ja, du kannst aber froh sein, es gibt hier nur zwei wichtige Dinge. Du hast einmal Verben und Nomen, wenn man es mal so übersetzt. Die einzigen beiden Dinge, die ich früher in der Schule auseinanderhalten konnte. Richtig. Und das Schlimme ist, ich glaube, wenn sie jetzt wüssten, was ich für eine Note in Deutsch gehabt habe in den letzten Schuljahren, würden sie mich in den Arsch treten, unsere Zuschauer. Wie gesagt, Grammatik, ja. Die letzte Niete. Ja, und wenn sie wüssten, was du nebenbei hobbymäßig noch betreibst, ja. Wüssten sie, woher es kommt, denn dann kann man nur eins sagen, ohne Fleiß kein Preis. Richtig. So, wo ist er denn hingerannt? Ich stehe unten vor unserem kleinen Mistcraft-Gezuppel hier. Bei dir oben. Ach, bei mir da. Ach, da oben bist du. Das ist für mich ja nicht unten. Ich bin jetzt ganz unten. Erdgeschoss. Ach so, ja nee, das ist ja bei mir. Ich habe ja gesagt, bei dir oben, unten. Mitte. Einigen wir uns auf Mitte. Gut, Mitte. Ich mache hier auch noch Etagenschilder hin. Oh nein, bitte nicht. Auf jeden Fall. Jetzt singe ich in der Decke. Ist interessant, ne? Aha, ist mir noch nie passiert. Ja, ist beim Fliegen öfters mal. Wie gesagt, wir haben hier verschiedene Controller, beispielsweise die Biom-Controller, die angeben, wie groß die Biome sind oder welche Form es gibt. Zum Beispiel einen, der nur zwei Biome insgesamt übernehmen kann, wo man dann so ein Schachbrettmuster auf der Karte hat aus den zwei verschiedenen Biomen. Ich habe so eine Welt mal durch Zufall generiert und das sieht irgendwie total Banane aus. Auf jeden Fall habe ich mich hier für Large Biomes entschieden und habe hier mal ein paar Biome reingepackt. Temperate Rainforest, Snowy Rainforest, Redwood Forest, Pine Forest, Extreme Hills Edge Biome und Extreme Hills Biome. Das sind jeweils die Verben für das Nom Large Biomes. Und so zieht sich das eigentlich durch hier mit Standard Terrain. Ich habe mal gesagt No Seas, mal gucken, ob es klappt. Normale Beleuchtung. Zwei Sonnen habe ich eingebaut. Wo es gibt keine Nacht. Doch, es gibt eine Nacht. Einen Mond habe ich auch. Ah, schön. Ich habe zwei Sonnen. Eine fängt im Westen an, auf Position Sonnenaufgang. Mit voller Länge, also normaler Tag-Nacht, also normaler Tageszyklus in Minecraft. Die andere fängt im Süden an, gerade am Untergehen. Ebenfalls volle Länge. Normal Sun. Und dann haben wir einen doppelt roten Mond, weil ich ihn extra rot haben wollte. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Der im Osten auch am Untergehen ist und normale Länge, Normal Moon. Ein grünes Ender Starfield als Sternfarbe. Eine schwarze Night Sky Color. Den Wolken hat klingt sehr schön. Den Wolken habe ich mal keine Farbe gegeben, normales Wetter, dann so ein paar Zusätze für die Welt, Features, also Dungeons, Caves, Mineshafts, Villages. Ich würde mal sagen, wir könnten uns einfach auch anschauen. Richtig, und dann noch den Clear Modifier, hoffentlich funktioniert's. Ich werde das jetzt mal versuchen, ob das klappt. Zack. So, Descriptive Book. Juhu. Das Notebook packe ich direkt mal an die Seite, aber bevor wir irgendwo hingehen... Wo sind die Reservebücher? Gar
Keine Ahnung, ich habe hier oben jetzt nichts weiter rausgeräumt. Okay, dann habe ich die runtergenommen. Moment, ich hole erst Bücher. Wir brauchen auf jeden Fall Linking-Bücher, damit wir wieder zurückkommen, falls irgendwas grundlegend schief geht. Gut, gut. Weil es gibt nämlich einiges an Instabilität, was über die normalen Blindness, Slowness, Poison, Hunger hinausgeht in Mistcraft. Ah, okay. Sowas wie... Ja, das wollen wir ja natürlich nicht. Sowas wie Spontaneous Explosions. du gehst ja vor, ne? Ja. Du gehst. So, nebenbei bin ich jetzt gerade mal rausgeflogen, während er die Bücher holt. Ja, hier ist noch ein schöner großer Baum entstanden. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch in der letzten Aufnahme drin hatten. Ich weiß es auch nicht mehr. Deswegen. Und hier ist auch ein bisschen ausgebaut worden. Jetzt gibt es hier einen kleinen Gang hoch, so dass man in beide Etagen kommt. Und Türen. Ganz wichtig, Türen. Im Übrigen, da wir noch in der ersten Folge sind und ich den Kommentar hier vor der Aufnahme gelesen habe, ich glaube, wir hatten ja beim letzten Mal auch kurz über meine selbstgemachte Kirschmilch gesprochen, ne? Beziehungsweise ich habe es auf jeden Fall auch auf Twitter gehabt, weil ich ja vor kurzem mal wieder ein Kirschkernmassaker angestellt habe. Ja, ich wollte heute auch noch machen, nach der Aufnahme. Kirschkernmassaker. Ach so, hier, Linking Book. Ah. Rechtsklick. Und dann das Buch oben links aus dem Kästchen nehmen. Ah, so geht das also. Alles klar. So. Aber ich habe eine ganz entscheidende Sache vergessen. Halt, stopp, das geht hier nicht mehr. Das muss ich jetzt hier machen. Genau. Und jedenfalls, wo ich gerade darauf hinaus wollte, da ich heute einen Kommentar gekriegt vom guten Kevin. Kirschmilch klingt super, er würde auch gerne welche haben. Er weiß wohl noch nicht, dass er mir damit seine Seele verkauft. ja. So, dann ein das Plater mal. Kann davon gut erzählen, ne? Ein Plater kann davon sehr gut erzählen. So, die übrigen Bücher legen wir erstmal hier an der Seite. 7 Stück nehme ich erstmal mit. Das Linking Book knall ich mir gleich mal auf die Hand, falls irgendwas grundlegend schief geht, damit ich es direkt habe. Und dann reißt... Wenn das grundlegend schief geht, einfach rechtsklicken, oder wie? Rechtsklicken, also das in der Hand nehmen, rechtsklick da machen und auf das blaue Feld klicken. Es sieht schon alles mal klar. Sehr interessant aus. Also du stehst hier noch erstaunlicherweise. Ja, er baut auch gerade noch die Welt um mich herum auf. Er lädt gerade noch, das dauert eine Weile. Ja. Jetzt bist du weg. Er lädt die Welt. Also das mit dem grünen Starfield hat schon mal geklappt. Der rote Mond nicht so ganz. Wir haben aber keine sichtbare Instabilität. Ich bin da. Ja. Ui, guck mal. Sehr schön eigentlich. Bienchen haben wir hier auch gleich am Shotpoint. Da mal ein paar Totems. Interessante Gegend. Mhm. Ah, und hier sieht man auch schon, ich habe ja gesagt, no seas. Hier wäre eigentlich ein See gewesen. Ich frage mich, was hier gewesen wäre. Eine Schwimminsel. Eine Schwimminsel? Ja, eine Luftschwimminsel. Ach das? Ja gut, sowas kann ja, das passiert ja ab und zu mal. Ja klar, das können wir ja auch vom normalen. So, aber da ich glaube, ein bisschen Wasser wäre hier bestimmt gewesen, so wie es aussieht. Da ich ja da jetzt mein Linking-Buch abgelegt habe, mache ich mir hier direkt mal kurz einen kleinen Waypoint. Da ich mich gerne hier erst nochmal umgucken möchte. Waypoint. Und das übliche... Home. So. Was für ein Biom haben wir hier eigentlich gerade? Ich muss direkt mal gucken. Interessant. Extreme Hills Edge. Okay, das hat schon mal funktioniert. Oh! Disconnected from Server. By Server. Internal Server Error. Oh. Ich bin noch aber da. Interessant. Ja, dann drücke ich mal kurz Aufnahme aus, um wegen IP etc. pp. Jo. Ja, bis. Zack. Oh, und da hat's auch mich vom Server geschmissen. Und ich komme auch nicht mehr drauf. Okay. Dann, ja.